Du glaubst an Jesus und hast jemanden vor Augen, von dem wünschst du dir, dass er auch zum Glauben an Jesus findet. Aber wie geht das? Oder mit anderen Worten, wie gelingt Mission? Darüber möchte ich gerne mit euch in diesem Video hier nachdenken. Vielleicht ist das eine Frage, die dich ganz allgemein interessiert, weil du wie ich auch ganz begeistert bist von Jesus, weil Jesus der Mittelpunkt in deinem Leben ist und du wünschst dir, diesen Mittelpunkt mit anderen zu teilen. Gemeinsam mit anderen einfach über Jesus zu staunen, weil Jesus klasse ist. Vielleicht ist das aber auch eine Frage, die dich ganz persönlich trifft, weil es in deinem Leben einen Menschen gibt, der dir sehr, sehr nahe steht, der diesen Glauben an Jesus aber einfach nicht mit dir teilen kann oder noch nicht mit dir teilen kann. Und nun fragst du dich, wie kann man das eigentlich machen, dass der andere an Jesus glaubt? Darüber möchte ich gerne mit euch nachdenken und ich möchte mir mit euch eine Episode aus der Apostelgeschichte angucken, aus dem 8. Kapitel, nämlich die Geschichte, die in der Lutherbibel überschrieben ist mit dem sogenannten Kämmerer aus Äthiopien. Worum geht es in dieser Geschichte ganz grob? Es geht um einen der Diakone aus der Urgemeinde, um Philippus. Und Philippus steht irgendwo im Nirgendwo an einer verlassenen Straße und auf einmal kommt ein Wagen vorbeigefahren und in diesem Wagen sitzt der Finanzminister von Äthiopien. Philippus springt auf diesen Wagen auf, nachdem der äthiopische Finanzbeamte ihn freundlich eingeladen hat und die beiden kommen ins Gespräch. Sie unterhalten sich über ein Buch der Bibel, das Jesaja-Buch, dass der äthiopische Finanzminister vermutlich bei seinem Besuch in Jerusalem als Geschenk nach Hause oder für sich als Geschenk mitgenommen hat. Und jetzt gibt es ein so anregendes Gespräch, dass der Äthiopier in diesem Gespräch zum Glauben an Jesus findet. Dann halten die beiden den Wagen an, als sie an einer Wasserstelle vorbeikommen, und Philippus tauft den äthiopischen Finanzminister. Der fährt dann fröhlich weiter nach Hause, nach Äthiopien und so die Legende gründet die erste christliche Kirche in Äthiopien. Wenn ihr die Geschichte einmal genau nachlesen wollt, ihr findet sie abgedruckt in der Videobeschreibung. Ich finde, das ist eine faszinierende Geschichte, weil Lukas hier in wenigen Versen deutlich macht, worum es eigentlich bei Mission in der Tiefe geht. In ganz komprimierter, in ganz verdichteter Form und das ist sicherlich kein Zufall. Und ich habe das, um das etwas zu strukturieren für uns, damit wir hier nicht ganz verloren gehen in diesem Video, einmal versucht, in 5 Punkte zu fassen, die ich mir gerne mit euch näher anschauen möchte. Ich möchte gerne erstens einmal mit euch gucken, wer hier eigentlich Mission betreibt. Zweitens einmal klären, für wen das Evangelium hier eigentlich da ist. Drittens anschauen, was eigentlich die Grundlage, die Kraftquelle von Mission und Evangelisation ist. Ich möchte mir gerne viertens mit euch anschauen, was eigentlich das Evangelium ist, was ist der Inhalt und fünftens, wie das Evangelium ganz praktisch zu uns kommt. Und vielleicht gibt es einen Gedanken, den ihr aber ganz spannend an diesem Text, an dieser Geschichte findet, auf den ich hier gar nicht eingehe, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, weil ich finde das immer sehr spannend, was andere Leute an einer Bibelgeschichte wahrnehmen. Weil gemeinsam sieht man mehr, das ist übrigens auch so ein bisschen eine der Pointen dieser Geschichte. Aber keine weitere Vorrede mehr, wir gehen direkt rein. Der erste Punkt, den diese Geschichte deutlich macht, ist, wer hier Missionen betreibt, nämlich Gott selbst. Mission ist in erster Linie nicht der Job von uns Christen, das ist es auch in nachgeordneter Weise, aber in erster Linie ist Mission ein Projekt Gottes. Gott ist derjenige, der Mission tut. Und das macht diese Geschichte sehr, sehr deutlich, weil Gott derjenige ist in dieser Geschichte, der die Handlung immer wieder vorantreibt. Gott orchestriert die Szene so, wie sie ist. Gott macht das alles. Das geht schon los im ersten Vers, Vers 26, dass es der Engel des Herrn ist, der zu Philippus spricht und ihm sagt, du Philippus, geh mal da an diese verlassene Straße und guck mal, was passiert. Und Philippus sagt, okay, mach ich mal. Und dann wieder, als Philippus da an dieser Straße steht und der Wagen des Finanzministers vorbeigefahren kommt, ist es der Heilige Geist, der sagt, Philippus, das ist der Wagen, halte dich mal an diesen Wagen. Und die Geschichte endet sogar damit, dass wieder der Heilige Geist die Führung übernimmt und Philippus aus dieser Situation herausnimmt, ihn entrückt, steht es im Text, also etwas flapsig formuliert, ihn da rausbeamt. Also der Heilige Geist, Gott selbst, rahmt diese ganze Geschichte, er bringt konsequent die Handlung voran,
Und das unterstreicht diesen Punkt, dass Mission Gottes Projekt ist. Gott findet seine Wege, seine Menschen zu erreichen. Es ist sein Ding. Wir sind ein Teil davon. Er nimmt uns mit rein. Ja, auf jeden Fall. Aber am Ende ist es sein Ding. Und das hat für mich eine ganz praktische Konsequenz. Und die lautet, atmen wir tief durch. Entspannen wir uns ein bisschen. Gott macht das schon. Ich meine, wie oft ist nicht eine gehörige Portion Druck mit dabei, wenn wir in unseren christlichen Gemeinden über Mission nachdenken? Weil klar, Mission ist wichtig. Die Menschen sollen erreicht werden mit der guten Nachricht von Jesus. Aber wir müssen es dann machen und diese Aktion und dies und jenes. Und hey, atmen wir mal tief durch. Gott macht das schon. Gott findet schon seine Wege, seine Menschen zu erreichen. Auch wenn das zugegeben manchmal sehr schräge Wege sind. Weil das findet man in keinem Textbuch für Mission. Darin steht, man soll, das ist verheißungsvoll, an irgendeine öde Straße gehen und gucken, was passiert. Aber in dem Fall ist es eben Gottes Weg, um diesen Menschen zu erreichen. Und Gott findet seine Wege. Damit kein Missverständnis aufkommt, das heißt nicht, dass wir passiv sein sollen, nichts tun sollen. Nein, wir haben unseren Job, in Treue von Jesus zu erzählen, da wo wir hingestellt sind. Aber wir können das mit einer großen Gelassenheit tun, weil Gott schon zu seinem Ziel kommt. Mission ist Gottes Projekt. Das ist der erste unglaublich wichtige Punkt in dieser Geschichte. Der zweite wichtige Punkt in dieser Geschichte ist, für wen das Evangelium da ist. Und diese Geschichte macht ganz deutlich, das Evangelium ist für jeden da. Weil Gott sich in dieser Geschichte, und ich glaube, das ist kein Zufall, jemanden aussucht, den damals keiner auf den Schirm hatte, wenn es um Glauben ging. Dieser Mann stand nach den Maßstäben der damaligen Zeit außen vor, auch wenn wir das für uns vielleicht heute nicht ganz vorstellen können. Aber damals war es so, weil dieser Mann ist zum einen ein Äthiopier, also etwas zugespitzt ein Ausländer, und er ist zweitens ein Eunuch. Und beides sind so Punkte, wo die Menschen damals dachten, ob solche Leute in die Gegenwart Gottes passen? Weil damals ja schon die Vorstellung, die dominante war, dass der Gott Israels eben vor allem für das Volk Israel da war. Und es gibt natürlich auch im Alten Testament schon eine lange Linie von Menschen außerhalb von Israel, die zum Glauben an Jahwe, an den Gott Israels finden. Und trotzdem die dominierende Vorstellung ist, er ist vor allem ein Gott für Israel. Und nun ist da dieser Äthiopier, der zum Glauben findet. Und er ist zweitens ein Eunuch. Die Lutherbibel verschleiert das so ein bisschen, wenn sie vom Schatzmeister spricht. Aber dieser Mann ist ein Eunuch und das hieß damals, wenn man so ins Alte Testament schaut, er passt nicht ganz in die Gegenwart Gottes. Weil damals, wenn man den Tempelkult sich anschaut, eigentlich in der Gegenwart Gottes nur das Vollkommene, das Makellose seinen Platz hat. Das sieht man zum Beispiel, wenn man sich die Opfer anschaut im Alten Testament. Die Opfer mussten makellos sein, weil sie eine Vorstellung unterstreichen sollten, dass nämlich in der Gegenwart Gottes nur das Vollkommene seinen Platz hat. Was ja auch übrigens stimmt, aber vollkommen werden wir halt durch die Gerechtigkeit von Jesus. Das ist aber ein anderes Thema gerade. Und natürlich gibt es auch im Alten Testament schon eine andere Linie, also Jesaja 59, das, wo es auch heißt, hey, eigentlich will Gott auch die Eunuchen bei sich haben. Könnt ihr euch mal nachschauen. Also dieser Mann war nach den Maßstäben der damaligen Zeit außen vor. Und ich stelle mir das so vor, dass der Mann bei seinem Besuch in Jerusalem, als er im Tempel war, vielleicht auch solche abwertenden Erfahrungen gemacht hat, wo ihm signalisiert wurde, zwischen dir und Gott gibt es eine Grenze. Hier kommst du nicht weiter. Du bist hier nicht erwünscht. Du hast eigentlich in der Gegenwart Gottes keinen Platz. Und den erreicht Gott. Den erreicht Gott mit dem Glauben an Jesus Christus. Und das zeigt mir am Ende, hey, Gott will sie alle bei sich haben. Vor allem die, die nach unseren Maßstäben oft außen vor sind und die wir nicht auf dem Schirm haben. Und das geht mir ja ehrlicherweise als Pastor genauso. Dass es manchmal Leute gibt in der Gemeinde, wo ich denke, ja, also bei denen kann ich es mir richtig gut vorstellen, dass die zum Glauben kommen, weil die bringen alles dafür mit. Und dann gibt es manchmal Leute, wo ich mir denke, da habe ich so meine Zweifel, ob das mit denen und Gott was wird. Und manchmal sind es gerade die, die Gott sich aussucht und irgendwie findet. Und ich stehe dann daneben und staune. Weil das Gottes Wege sind. Und das ist ja auch eine persönlich gute Nachricht für uns, oder? Weil vielleicht geht es uns ja manchmal auch so, dass wir uns fühlen wie ein Außenseiter. Auch wenn wir jetzt kein äthiopischer Eunuch sind. Aber dass wir trotzdem denken, ich bin irgendwie auch außen vor. Und dann unterstreicht diese Geschichte, dass Gott dir sagt, nein, ich will dich bei mir haben.
Auf jeden Fall. Das ist der zweite Punkt, den diese Geschichte zeigt. Gott will sie alle bei sich haben. Der dritte Punkt, den dann diese Geschichte zeigt, ist, was die Grundlage des Evangeliums ist, was die ganze Kraftquelle ist, nämlich die Bibel, das Wort Gottes. Was macht Philippus? Er steigt zu dem Äthiopier auf den Wagen und die beiden fangen an, sich über die Bibel zu unterhalten, genauer gesagt über das Jesaja-Buch. Und das führt dann dazu, dass dieser äthiopische Finanzbeamte zum Glauben an Jesus Christus findet. Was zeigt, alle Kraft kommt aus dem Wort Gottes. Oder anders gesagt, das Einzige, was ein menschliches Herz bekehren kann, ist allein das Wort Gottes. Und das ist ein Satz, der klingt theologisch so richtig und den würden vielleicht viele unterschreiben. Und doch ist meine Erfahrung, auch wenn ich auf mein Herz gucke, praktisch glaube ich das so oft nicht. Weil dann unterhalten wir uns in der Gemeinde, was müssten wir machen, damit mehr Menschen hier zum Glauben kommen? Also vielleicht müssten wir das Gemeindehaus einladender gestalten. Wir müssten vielleicht im Gottesdienst mehr emotionale Lieder spielen, die die Menschen auch vom Herzen her abholen. Wir müssten dies und das tun und das kann man ja alles auch machen. Ich bin da gar nicht prinzipiell immer gegen. Nur der Punkt ist, das Einzige, was am Ende wirklich ein menschliches Herz verändern kann, ist das Wort Gottes. Das hat die Kraft. Weil das Wort Gottes nicht nur Informationen beinhaltet, Informationen, die ich dann mit meiner Kraft umsetzen müsste. Das Wort Gottes selbst hat alle Kraft. Es gibt für mich so eine schöne gedankliche Brücke, sich das einmal deutlich zu machen, nämlich wenn Paulus im Römerbrief gleich im ersten Kapitel davon spricht, dass das Evangelium eine Kraft Gottes ist, dann ist das im Griechischen die Dynamis Theou, die Kraft Gottes. Und Dynamis, daher kommt ja auch im weitesten Sinne das Wort Dynamit. Und man kann sich da so eine schöne Gedankenbrücke machen und sagen, ja, das Evangelium, das Wort Gottes, ist Dynamit. Es hat eine Sprengkraft, es hat eine Energie. Es hat alle Kraft, Herzen zu verändern. Und deswegen versuchen wir das bei uns auch in der Gemeinde so zu handhaben, dass die Bibel zentral ist. Weil wir glauben, dass, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, auch menschliche Herzen erreicht werden. Also es gibt im Gottesdienst bei uns oft zwei Bibellesungen. Die Grundlage einer Predigt wie jetzt ist ein Bibeltext. Wir haben Bibelabende, wir beschäftigen uns in Glaubenskursen mit Bibeltexten und so weiter. Und vielleicht ist das auch der Weg, wie du mit jemandem ja, den Weg zum Glauben gehen kannst. Zu sagen, hey, da gibt es jemanden, der hat eine Sehnsucht wie der Äthiopier, da gibt es jemanden, der ist irgendwie interessiert am Glauben. Wollen wir uns nicht einmal die Woche treffen und gemeinsam einen Bibeltext lesen? Also wir lesen beide gemeinsam das Lukas-Evangelium und einmal die Woche treffen wir uns und tauschen uns drüber aus. Oder ein anderes Evangelium. Und dann stellen wir gemeinsam mit dem Äthiopier diese geniale Frage, oder mit Philippus diese geniale Frage, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und das Tolle an diesem Finanzbeamten, diesem hochdekorierten Mann aus Äthiopien ist ja, der ist so ehrlich und hat den Mut zu sagen, nö, ich verstehe nicht, was ich da lese. Und das können wir ja auch so machen. Wir treffen uns und sagen, wir verstehen nicht ganz, was wir da lesen, aber zusammen kriegen wir das raus. Und dann staunen wir darüber, wie Gottes Wort die Kraft hat, mein Herz zu verändern. Der dritte Punkt, die Kraft der Mission liegt allein im Wort Gottes. Der vierte Punkt über gelingende Mission ist, was eigentlich das Evangelium ist. Und auch das macht diese Geschichte so klar, weil sie direkt auf den Kern des christlichen Glaubens abzielt. Nennt es Zufall, nennt es Gottes Fügung, der Äthiopier liest ja nicht irgendein Buch der Bibel. Er liest das Jesaja-Buch. Und zwar das 53. Kapitel. Und das 53. Kapitel ist eines der zentralen Kapitel im Alten Testament, weil hier so deutlich wird, worum es im Evangelium von Jesus Christus geht. Das ist im Grunde ein Text, grob gesagt, der schon mal auf den Karfreitag vorausblickt. Und deswegen wird dieser Text auch jedes Jahr bei uns am Karfreitag gelesen. Und Lukas nimmt nur wenige Auszüge dieses Textes, spielt damit aber eigentlich im Grunde auf das ganze 53. Kapitel an, worüber sich Philippus und der äthiopische Beamte unterhalten haben werden. Ich lese mal ein paar wichtige Verse aus diesem 53. Kapitel vor. Darin sagt Jesaja, fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen geschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie die Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg.
Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Darüber reden die beiden und dann stellt der Äthiopier die völlig richtige Frage. Er fragt, sag mal, um wen geht's hier eigentlich? Geht's da vielleicht um einen anderen? Und Philippus sagt, ja, im Glauben geht's um einen anderen. Das ist nämlich der Wesen des Glaubens, dass es da um einen anderen geht. Dass es beim christlichen Glauben nicht um mich geht und was ich alles richtig machen muss, um mich in die Gegenwart Gottes hochzuarbeiten, sondern es geht um einen anderen, der alles getan hat, damit ich in die Gegenwart Gottes passe. Der meine Sünde getragen hat, so heißt es in Jesaja 53, der alles ausgeräumt hat, was mich von Gott trennt, nämlich Jesus, der für mich ans Kreuz gegangen ist, der da die Strafe für meine Sünde, für all die Momente, wo ich Gottes Gebote gebrochen habe, getragen hat. Und damit hat er alles ausgeräumt, was mich von Gott trennt. Er hat die Mauer niedergerissen zwischen mir und Gott. Und ich habe einen freien Zugang für Gott, zu Gott. Und ich finde auch unglaublich interessant, welche Auswahl aus dem 53. Kapitel bei Jesaja Lukas hier wählt in seiner kleinen Zusammenfassung. Nämlich diesen Ausschnitt, wo es heißt, wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn ein bisschen ist die Idee in diesem Gottesknechtslied in Jesaja 53, dass dieser Gottesknecht durch seine Treue und dadurch, dass er stellvertretend leidet für unsere Sünde, Nachkommen haben wird. Oder anders gesagt, Jesus, durch das, was er getan hat, durch Kreuz und Auferstehung, schafft Gott eine große Familie. Er bringt uns in die Gegenwart Gottes und damit sind auch wir Gottes Kinder. Wir sind auch Gottes, ja, auch die Nachkommen von Jesus in gewisser Hinsicht. Wir sind auch seine Brüder. Wir gehören zu dieser Familie dazu. Und damit ist ja ein Thema berührt, was den Äthiopier so persönlich betroffen hat. Er war Eunuch. Er wird nie Nachkommen haben können. Und damit ist ja die Frage, habe ich jemals eine richtige Familie? Und eine Facette des Evangeliums hier, die Philippus ihm, glaube ich, rausarbeitet im Gespräch, ist, ja, du hast eine Familie. Du hast einen Platz. Du bist nicht außen vor. Du bist Teil der Familie Gottes. Wir beide sind Brüder, du Äthiopier, ich Philippus. Wir gehören zusammen. Durch das, was Jesus am Kreuz von Golgatha gemacht hat. Er hat nicht nur die Mauer zwischen uns und Gott niedergerissen, er hat auch die Mauer zwischen uns niedergerissen. Wir sind jetzt Brüder. Du gehörst dazu. Du bist Teil der Familie. Ist das nicht wunderbar? Das Evangelium. Und jetzt fünftens und letztens die Frage, wie kommt das Evangelium praktisch zu uns? Und auch das erzählt die Geschichte, nämlich durch die Taufe. Die Taufe ist so etwas wie eine Brücke. Jesus ist vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gestorben. Ich lebe im 21. Jahrhundert. Dazwischen klaffen knapp 2000 Jahre. Was schließt diese Brücke? Wie kommt das Evangelium? Wie kommt das, was Jesus getan hat, praktisch zu mir? Durch die Taufe. In die Taufe wird mir das Evangelium persönlich zugesprochen. Das Besondere an der Taufe ist nicht das Wasser, das irgendwie magisch wäre, sondern das Wort Gottes, das bei dem Wasser ist und mir zusagt, du gehörst dazu. Du bist getauft im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Taufe gehört in gewisser Hinsicht zum Evangelium dazu. Das wird, finde ich, aus dem Erzählfluss dieser Geschichte auch deutlich. Denn es heißt, dass der Äthiopier das Evangelium erklärt bekommt von Philippus. Und dann stellt er die Frage, was hindert es, dass ich mich taufen lasse? Und man fragt sich ein bisschen, eben ging es noch ums Evangelium, jetzt fragt der Äthiopier auf einmal nach der Taufe, wieso? Ich glaube, weil beides zusammengehört, weil die Taufe Teil des Evangeliums ist und Philippus wird ihm vermutlich, als er das Evangelium präsentiert hat, auch etwas von Taufe erzählt haben. Und jetzt fragt der Äthiopier, hey, ich möchte mich auch taufen lassen und Philippus sagt, klar, machen wir. Die Taufe ist vor allen Dingen auch ein tolles Heilmittel gegen Zweifel, weil ich mich ja manchmal fragen kann, gehöre ich eigentlich auch in Gottes Gegenwart? Weil ich mir denken kann, das ist so eine tolle Botschaft mit dem Evangelium, aber ich bin so weit weg. Das gilt bestimmt für alle, aber nicht für mich. Und in so einer Predigt, da wird das allgemein hier ins Internet reingesagt, aber das gilt bestimmt nicht für mich, weil der Prediger hier in diesem Video, also ich, nicht genau weiß, wie es in meinem Herzen aussieht und wie weit außen vor ich bin und was für ein verkorkster Fall ich bin. Und für diese Zweifelsmomente ist gerade die Taufe so wichtig, weil hier ganz konkret Wasser in mein Leben kommt und Gott sagt, nein, du, ich meine dich. Dich meine ich definitiv auch. Nicht nur ich meine allgemein alle, ich meine dich ganz persönlich. Du gehörst dazu. Und dann fährt der Äthiopier weiter. Er fährt nach Hause.
Der Heilige Geist entrückt ihn, nimmt ihn raus. Philippus hat nicht die Chance, mit dem Äthiopier einen Hauskreis zu gründen und für Nachsorge zu sorgen, wo wir sagen, das wäre wichtig bei Evangelisation, dass man nicht nur eine tolle Veranstaltung macht, sondern hinterher auch Nachsorgeprogramme auflegt. Klammer auf, kann man alles machen, mag auch gut und wichtig sein. Aber es unterstreicht wieder den ersten Punkt, Mission ist Gottes Projekt. Gott wird dafür sorgen, dass dieser Äthiopier im rechten Glauben erhalten bleibt. Also diese Geschichte zeigt, erstens, Mission ist Gottes Projekt, er tut alles. Zweitens, sie zeigt, Mission ist für jeden, Gott will alle bei sich haben. Drittens, die Kraftquelle ist das Evangelium. Viertens, das Evangelium ist, dass Jesus unsere Sünde getragen hat. Und fünftens, es kommt persönlich zu uns durch das Wasser der Taufe. Und dann zieht der Äthiopier fröhlich seine Straßen. Mit einem, ich stelle es mir so vor, mit einem fröhlichen Lied auf den Lippen. Und das wünsche ich euch auch, dass ihr euch freut darüber, dass Gott die Dinge tut und dass er dich bei sich haben will. Das tut er ganz gewiss. Amen.